Ich begrüße alle Nachtschwärmer und Freunde des Raps. Willkommen zu einem neuen Album-Review auf diesem Channel. Und heute geht es um einen früheren, ich würde fast mal sagen, Wackelkandidat. Ich behaupte einfach mal, dass dieser Künstler vor allem im Zusammenhang mit Bushido bekannt wurde. Wessen erster Einsatz, ich würde zusammenfassend sagen, relativ skeptisch gesehen wurde, aber mich persönlich extrem überzeugt hat mit Wir gehen rein. Oder gehen wir rein? Naja, ihr kennt das Lied schon. Und da hat er in meinen Augen eine sehr, sehr gute Figur gemacht. Dafür, dass Bushido so ziemlich das erste Mal mit dieser Sparte von Rap zu tun hatte. Und es wird ja auch einen Grund gehabt haben, warum Bushido diesen Künstler unbedingt unter Vertrag nehmen wollte. Ja, wenig später nach Fake Friends sah das Ganze dann irgendwie etwas anders aus. Und das professionelle Verhältnis zwischen Bushido und MO030 hat sich da leider etwas distanziert, würde ich jetzt einfach mal an der Stelle sagen. Jedenfalls gab es dann so den ein oder anderen Anlauf und vor allem auf YouTube wurden jetzt im Zuge seiner Promophase für dieses recht kurz geratene Album, wie ich finde, wurden 3 von 9 Songs, also ein Drittel des Albums, schon vorher auf YouTube veröffentlicht. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, die Songs, die jetzt schon vorher rausgekommen sind, und die zeige ich euch direkt mal, waren nämlich Dämonen, Segen und Ist Okay. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich Dämonen und Segen ziemlich nice finde. Und die pumpe ich ab und zu tatsächlich auch immer noch auf Spotify. Und jetzt kommt das, was ich nicht so ganz verstehe. Dafür, dass der Talent hat, und auch das ist wieder Geschmackssache, und die Videos extrem gut gemacht sind, ey, das muss man an der Stelle echt mal sagen, hat er echt sau wenig Abonnenten auf YouTube. Ja gut, den Kanal gibt es jetzt seit dem 3.3.17, das ist schon ein Stück. Und er hatte sogar schon fast 1 Million Aufrufe auf diesem Kanal, aber leider sind nicht so viele Abos hängen geblieben. Aber gut, ich möchte so ziemlich unvoreingenommen in die ganze Sache reingehen. Und deswegen ziehen wir uns die übrigen 6 Songs, die es auf diesem Album gibt, einmal rein. Das wird zwar eine relativ kurze Review, weil diese Songs nicht ewig lang sind und ich die Songs, die es schon gibt, nicht nochmal anhören werde jetzt, sondern da würde ich euch bitten, das einfach mal selbst anzuhören und wirklich, die sind nicht schlecht. Deshalb sind die Erwartungen groß, meine Freunde. Keine Ahnung, welcher Tag heute ist. Oh, Alter, wie der schon anfängt. Was? Das hat einen mega ruhigen Unterton irgendwie, ne? Amigo, ich will nur die Millionen. Engel wohnt, Schampen, es war immer so. Jeder Song ist sowas wie eine Therapie. Hat dein Leben, Digga, dein Wissen für immer tot. Engel wohnt, Schampen, es war immer so. Meine Augen sind Ferrari rot. Ey, krass. Was? Das ist krass. Ich weiß gar nicht, ob ich sowas schon mal von Mo gehört habe. Das war gut, Alter. Das klingt jetzt so, als ob ich noch nie was richtig gut fand. Ich habe ja vorhin schon gesagt, so die Singles, die bis jetzt schon rausgehauen wurden, sind schon geil. Da kann man nichts aussetzen. Vor allem, wenn man die Videos dazu sieht, dann sagt man eigentlich so, boah, das ist mega gemacht. Für jemanden mit so einer geringen Reichweite im Vergleich zu allen anderen Rappern gerade. Und ich weiß nicht, was da für ein Budget dahinter ist, aber es sieht schon fett aus, ne? Das sieht schon echt professionell aus. So erwartet man jetzt gerade bei diesem recht schmalen Album und gerade dafür, dass es auch so ein Debütding ist für ihn, erwartet man jetzt nicht extrem viel. Und der erste Song, der geht schon rein. Gut, das ist halt auch genau mein Geschmack, ne? Das fängt relativ ruhig an. Ich will es jetzt auch nicht mit Young Horn vergleichen, aber Young Horn ist das erste, was mir einfällt, weil man, das ist so Mucke, die man irgendwie einfach fühlen muss. Oder? Da kann man nicht viel quatschen und nicht viel erklären und keine Ahnung, ist jetzt wirklich einfach nur schwer zu erklären gerade. Schule immer 6, nicht wurde nicht versetzt, aber alles wird wahr, guck ich mal ins Cash. Jeden Tag Slash, keine neuen Träume, für die meisten hier im Block war ich nur der Deutsche. Steine wo mehr, die Scheine wo mehr, die Feinde wo mehr, die Scheiße. Ey, das haut rein, ohne Mist, da könnt ihr sagen, was ihr wollt, das haut rein so. Ich weiß, das ist auch immer noch mal was anderes, wenn man das auf Kopfhörern hört. Deswegen sage ich auch immer, zieht euch die kompletten Songs rein, wenn ich sowas mache. Und am besten auch gleich auf Spotify, hat eine mega Qualität. Mit Kopfhörer und volle Bude und Hammer. Hammer, Hammer, Hammer. Keine Ahnung, welcher Tag heute ist. Die ganzen Frauen werden wahnsinnig. Amigo, ich will nur die Millionen. Mega Song, ey, ohne Mist. Mega Song. Ich finde es auch geil, dass man da eine recht knackige Rap-Passage noch von ihm drin hatte, weil ich finde ihn tatsächlich als Rapper gar nicht so übel. Ja, Segen kennt man, deswegen wird es übersprungen. Nächster Song ist Mama und auch der verspricht vom Titel schon ziemlich viel.
Boah, dieser Bass, ey. Mir vibriert die Birne gerade, Mann. What the fuck, Alter? Mama ruft mich an und fragt, wie es mir so geht. Eigentlich beschissen, aber sag, es ist okay. Ich hör die Hater hinterm Rücken reden. Wieso wünscht mir keiner hier ein schönes Leben? Fick die Fake Friends, ich hab keine Zeit. Nur Gott ist da, wenn ich nicht mehr weiter weiß. Ey, diese Wechsel sind krass. Ich kann mich jetzt auf Anhieb nicht erinnern, wann mir mal der Wechsel von Gesang zu Rap so smooth vorkam. Jeder Track ein Unikat, Mona Lisa. Auf einmal gucken alle zu und suchen Fehler. Ich bin unterwegs in meiner City, alte Freunde suchen jetzt Kontakt, doch ich bleibe busy. Ruby schicken Selfies mir jetzt nackt, doch ich bleibe busy. Vor mir wird jeder irgendwas, doch ich bleibe busy. Dieser Bass, der zerbombt mir gerade übelst den Schädel. Wie es mir so geht, eigentlich beschissen, aber sag, es ist okay. Mama ruft mich an und fragt, wie es mir so geht. Wo kommen die Beats her? Das würde mich mal wieder interessieren. Weiß jemand, woher die Beats kommen? Bitte einmal in die Kommentare schreiben. Ferrari, rote Augen, Ace-Band. Deine Chick macht die Pancakes. Dicker Bike-Fame wie Hendrix. Keiner hat solche Ad-Libs. Also so langsam kann ich mir, glaube ich, erlauben, so einen ersten Eindruck vom Album loszuwerden. So. Von 1, 2, 3, 4 und jetzt einem angeschnittenen fünften Song. Bis jetzt habe ich noch nicht das Gefühl gehabt, und das ist wirklich selten gerade in dieser Sparte von Rap, um das jetzt mal wieder der dezent diplomatisch auszudrücken. Es ist bis jetzt sehr abwechslungsreich. So. Und ihr wisst, wie ich normalerweise zu dem Genre stehe. So. Und wir werden gerade überschwemmt damit. So. Es verkauft sich super. Es wird den Rap bestimmt auch weiterbringen. Super. So, umso mehr Facetten, umso mehr Entwicklungen, Veränderungen. Alles super. Ja, das strebt den Wettkampf an. Und dann können die Leute, die dann vielleicht auch Musik machen, die sich wirklich sehr davon abhebt, noch mehr herausstechen. Also alles gut. Ja, ich habe da überhaupt nichts dagegen. Ich bin keiner, der sagt so, oh, das muss weg, voll die Scheiße und bla. Ja, ich mecker schon manchmal. Also das mit der Scheiße, das kam bestimmt auch mal vor. Aber ich würde das jetzt nicht verfluchen und sagen, dass es dem Rap... den Rap zerstört, so das nicht unbedingt. Es hält zwar den ein oder anderen Künstler zurück, auch noch was anderes Chilliges zu machen, was ihm vielleicht ein bisschen mehr von der Masse abheben würde, das finde ich schon. Aber ja, hier auf jeden Fall, um jetzt mal wieder aufs Thema zurückzukommen, einen guten Spagat hingelegt, bis jetzt wirklich abwechslungsreich so. Er ist halt auch einer, mir fallen jetzt nicht viele ein, der das schon eine Weile macht auch. Und man kriegt es auch mit. So, ist komisch, wenn man jetzt von einem Debütalbum hier spricht. Keine Zeit mehr für Stress und Sorgen, Amigo, Migo, denk nicht am Morgen. Keine Zeit mehr für Stress und Sorgen, Amigo, Migo, wie klein die kommen. Okay, mach mein Ding jetzt, will mehr. 1000 PS, ich komm nicht hinterher. Ja, klingt nice, ist auf jeden Fall nicht mein Favorit. Aber jetzt kommen wir mal zum ersten Feature und danach kommt was ultra interessantes, denn Jaleel auf einen Track mit ihm. Alter Schwede, das wird hoffentlich mein Lieblingssong auf dem Album. Also diese Kombi ist schon mal mega fett. Ich feier Jaleel so heftig ab. So, das ist einfach so eine Stimme, die erkennt man unter Tausenden von Rappern sofort. Alles, was ich will, sind nur Bescheide, la la la. Insta-Story, du lädst mich im Club, la la la. Baby, guck die ganze Nacht am Feier, la la la. La la la. Also warum ich jetzt gerade grinsen musste, war einfach dieses la la la, la la la. Hatte ich jetzt gerade so ein Bild, ich keine Ahnung, wie ich da drauf komme, aber ich hatte gerade so ein Bild, wie Mo über irgendeine bunte Wiese rennt, so wie so eine Ballerina nach oben springt und so la la la, la la la, alles so schön als Deutsch, keine Ahnung. Weiß nicht, wie ich gerade auf so ein Bild komme. Passt einfach so zu so einem zugekifften, alles ist leicht und locker Status. Die Nacht ist noch jung, die Nacht geht auf mich. Flaschen auf dem Tisch, du bewegst dich für mich, du bewegst dich für mich. Ich beachte dich nicht. Also, bis jetzt ist das nichts Besonderes. Und vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht ist es echt die Uhrzeit oder vielleicht bin ich heute einfach zu freundlich gesinnt, zu gut drauf. Es ist trotzdem ein Song, den man sich geben kann. Auf dem Weg zu der Million. 400k, keine miesen Zeiten. Moment, wo habe ich das schon mal gehört? Wurde das angeteasert oder sowas? Kann das sein? Hat er das nicht auf Instagram oder so angeteasert? Aber dieses Million habe ich das schon mal gehört. In 100 Jahren werden sie begreifen.
mach was aus meinem Leben, obwohl ich wieder hype. Boah, ich kann mir jetzt schon den Einsatz von Johnny vorstellen, Alter, Maul! Ohne Führerschein, chill im Lamborghini. Letztes Jahr war Training, dieses Jahr wird easy. Guck mein Manager, so wie Diddy. Fährt mir die zu, ich mach Hits für Drizzy. Dieser Rap-Part ist nicht übel. Ich wünsch mir so sehr, dass von ihm mehr Rap kommt. Ja, ich drücke ihn jetzt in eine Richtung, in die er vielleicht nicht will und die harten, die Stammfans von Evo, dass die das vielleicht gar nicht wollen. Aber mich würde es extrem interessieren. Ich sage ja nicht, dass er ein komplettes Rap-Album machen soll, obwohl ich das auch übelst feiern würde. Aber ich sage ja nicht, dass er es unbedingt machen muss, aber mehr von so einem. Der hat einen Flow, der mir irgendwie gefällt, Mann. Ich werde mich jetzt bei so vielen Leuten ins Aus katapultieren, weil es halt so viele gibt, die ihn überhaupt nicht interessant finden, die ihn voll flach finden. Und auch das kann ich teilweise sogar verstehen. So, ich würde mich jetzt hier nicht hinsetzen, wenn er für mich überhaupt keine Rolle spielen würde. So, wenn dieses Album, was jetzt rausgekommen ist, nicht irgendwie eine Rolle spielt und ich das nicht irgendwie wichtig finden würde. Weil diese Richtung, die er angegeben hat früher und die Richtung, die er jetzt weiter durchzieht oder vielleicht auch nicht, man weiß es nicht, so, die hat schon was zu bedeuten. Und hat für mich im Rap-Game zukünftig, langfristig gesehen, wenn man das richtig in die Hand nimmt, vielleicht doch mehr zu sagen, als man jetzt gerade denkt. Und jetzt mal von der Sympathie und von den Menschen abgesehen, weil da feiere ich ihn sowieso. Ich kann unikat wie Mona Lisa. Von niemand bis zum großer Diener. Viele stoppen Ghost, nur noch Nitro, Digga. Habe meine Lungen nicht verloren, mein Konto war zu lange. Minus, Digga, deutsche Rapper machen in Berlin jetzt ein Ziehen. Keine Zeit mehr für Beef, lieber essen mit der Wifi. Keine Zeit für Beef, keine Zeit für Negative. Habe ich jetzt nichts auszusetzen, wirklich. Easy 100k, keine miese Zeit. Selbst in 100 Jahren. Boah, da ist er! Mach was aus meinem Leben, wo ich wieder heim. Ich will nicht nur die Million. Nein, ich will die Menschen in der 50 wohnen. Ach, scheiß auf aus, ich will eine Insel holen. Große Ziele, Mann, ich mach das nicht für Mindestlohn. Ey, diese Stimme! Was zum Fick, ey. Ich erinnere mich direkt an diese All-Time-Classics in meinen Augen schon, wo der mitgewirkt hat. Boah, er hat so geile Tracks am Start, Mann. Alter, das ist für mich auch so ein Hoffnungsträger gewesen. Ich weiß gerade gar nicht, was da passiert ist, dass es da irgendwie an der Stelle nicht so weiterging, wie es eigentlich sollte. Aber ey, einzig kleiner Kritikpunkt. So, man könnte ihn, weil er es schon so eine krasse Stimme hat, ein bisschen mehr hervorheben. Der Beat ist, also das ist ein bisschen zu laut im Vergleich zu seiner Stimme. So, ich finde, seine Stimme ist ein bisschen zu sehr in den Hintergrund gerückt. Aber vielleicht ist es jetzt so gerade den Sound, den ich jetzt durch die Kopfhörer habe, die sowieso extrem bassunterstützend wirken. Aber das würde ich mir ein bisschen mehr im Vordergrund wünschen, muss ich ganz ehrlich sagen. Big No More, das muss mir keine Bitch auf Tinder holen. Beziehungsstatus tot, ich kenne keine Emotion. Yeah, mehr als Sex heißt die Endstation. Mann, Bitch ist Junge, sag es im Jargon. Ich will Million, nein, ich will Billion. Noch trotzdem siehst du mich im Plattenbau, immer in Person. Auf dem Weg zu der Million. Easy 100k, keine miese Zeit. Okay. Ich glaube, wir können da einen Punkt setzen. Das ist definitiv der beste Song und mein Lieblingssong auf diesem Album. Ich bin, schon ein bisschen happy mit dem Album. Hätte ich nicht gedacht. Also nicht in dem Ausmaß so. Ich war nie auf der Jam, immer gegen jeden Trend. Mir wurde niemals irgendwas in meinem Leben geschenkt. Du kannst alles schaffen, was du wirklich willst, Dicker. Die ganze Nacht bin wach, sie wollen Interviews, ich sage ab. Guck, ich bleibe weiter auf mein Film, Dicker. Alte Freunde rufen an, Bruder, kein Weg zurück. Dicker, immer weitermachen, guck im Rückspiegel, sieh die Feine lachen, kein Weg zurück. Die Vergangenheit ist eine Sache, guck mir heute zu, wie ich scheine, mache kein Weg zurück. Boah, es geht doch, verdammte Scheiße, ich hab's gesagt, Alter, es geht doch, dieser Song ist fast nur Rap, Alter. Was? Das ist mega geil, Mann, mega geil. Warum denn nicht gleich so, Alter? Verkaufen ihre Seele, lieber verkaufe ich nichts. Überall nur Lügen, doch ich glaube ihnen nicht. Lass sie niemals reinreden, Dicker, das ist dein Leben. Jahre später kommt die an und hätten gerne keinen Weg zurück. Dicker, immer weitermachen, guck im Rückspiegel, sieh die feine Lache, kein Weg zurück. Ey, wie das schon wieder klingt, dieses... Was ist denn das für ein Geräusch im Hintergrund? Dieses... Nü. Das... Alter! Was? So geil schon wieder. Was ist denn da los? Werde ich heute zum MO030-Fan? Vergangenheit ist eine Sache, guck mir heute zu, wie ich scheine, mache keinen Weg zurück. Dicker, immer weitermachen, guck im Rückspiegel, seh die feine Lache, kein Weg zurück. Die Vergangenheit ist eine Sache, guck mir heute zu, wie ich scheine, mache keinen Weg zurück. Krass, also Millionen und kein Weg zurück.
Wow, für mich auf einem Level, aber ich bin halt so ein übelster Jalil-Fan irgendwie. Soundbild von diesem Album ist heftig, also wirklich Qualität ist sehr hoch. Die Videos, die draußen sind, sind krass. Ich hoffe, Millionen kriegt noch ein Video. Und wenn es nach mir ginge, gern auch, es war immer so und gern auch kein Weg zurück. Also wirklich krasses Potenzial für neuen Tracks. Knackig gemacht, nicht zu lang, nicht zu kurz. Kann nicht meckern. Ich habe wirklich nichts zu meckern. Habe ich jetzt so irgendwas, damit es nicht ganz so aussieht, als würde jetzt hier einer mit der Pistole hinter mir sitzen und sagt, du sollst jetzt nur Gutes über dieses Album sagen. So. Man ist schon ein bisschen voreingenommen, man hat schon den ganzen Weg mitbekommen, man hat so diesen Struggle mitbekommen, man hat so dieses Schwierige, er kommt nicht so richtig an, muss man schon sagen. Erst mega Hype und dann fallen gelassen. Keiner wusste so richtig warum. Das war schon viel auf einmal so. So, dann hat er auch extrem Hate bekommen, also wirklich extrem. Ich glaube, es gab keinen in der Szene, der jemals zu so einem Stadium in der Karriere so viel Gegenwind bekommen hat. So Fake Friends, Alter, das Ding, das war krass. Ich glaube, selbst ich habe Dislike gedrückt, weil ich so dachte, ey, das geht nicht. Wie kann man so einen Chorus machen? Aber auch das ist wieder Geschmackssache. Es gibt andere Leute, die haben es gefeiert, haben gesagt, so, Alter, das ist trendsetend. So werden bald alle klingen und tatsächlich klingen ein paar mehr jetzt auch so. Nee, wirklich, ich bin überzeugt, weil ich hatte nicht so große Erwartungen und deswegen glaube ich, kann ich da jetzt mit Fug und Recht behaupten, good job. Ich bin gespannt, was da noch kommt. Und jetzt sagt mir eure Meinung mit diesem Album und vielleicht allgemein auch zu MO030. Jetzt gibt's keinen Weg zurück. Lass sie niemals reinreden, Dicker, das ist dein Leben. Jahre später kommt Jan und hätten gerne Mutter, dein kein Leben. Weg zurück. Dicker, mal weitermachen, guck im Rückspiegel, sieh die feine Lache, kein Weg zurück.